Herzlich willkommen zum THC Talk heute mit Rinka Danja. Ja, ich habe es verkehrt ausgesprochen, ich weiß. Nicht schlimm. Ist nicht weiter schlimm, aber es ist auch schwierig zu auszusprechen. Rinka, heute das Spiel gegen SV Halle Neustadt. Pokal 18-28 gewonnen. Zufrieden? Ja, ich glaube schon, dass wir zufrieden sein können. Sicher mit der Abwehr. Ich denke, 18 Tore gegen eine Bundesliga-Mannschaft ist super. Vielleicht hätten wir noch mehr Tore werfen können, aber mit 28 ist es auch mal gut. Und Pokalrunde, so, wir sind eine Runde weiter und da können wir sicher zufrieden sein. Ja, Ziel dürfte es gewesen sein, heute erstmal eine Runde weiterzukommen. Ja, ganz Rinka, sicher. Rinka, man hat gesehen heute in dem Spiel, du hast ca. 45% gehaltene Bälle. Kann man sagen, man spielt sich jetzt so langsam mit der Abwehr ein? Ja, ich glaube, ich bin ja natürlich in der Vorbereitung nicht da gewesen und ich glaube sowieso haben wir so viele neue Mädels gehabt und wir haben Zeit gebraucht, einander kennenzulernen, das Gefühl zu haben und ich glaube, es wird jede Woche, Ausnahme Bietigheim-Spiel, aber es wird jede Woche besser und ja, wenn mein Abwehr so steht wie heute, ist es für mich ja eigentlich einfach im Tor dahinter. Okay, also da wünschen wir dir für die nächsten Spiele viel Erfolg. Die nächsten Gegner werden ja jetzt kommen. Jetzt geht es in die Europacup-Phase mit rein und da werden wir mal sehen, was das noch bringt. Dankeschön. Ganz vielen Dank.